Büsum ist ein kleines Städtchen an der Westküste Schleswig-Holsteins in Dithmarschen. Direkt am Hafen weist ein Schild auf die Büsumer Meereswelten hin. Man sollte hier nicht vorbeigehen. In 34 Schaubecken mit 60.000 Liter Süß- und Seewasser wird hier für jeden Aquarienfreund viel geboten. Der Eintrittspreis von 3,50 € ist durchaus angemessen. Gleich hinter der Kasse erwarten uns die Süßwasserbecken, Malawi-Zichliden, Amazonasbecken, Piranhas und ein riesiger Zitteraal. Herr Gebauer, der Leiter des Aquariums, begleitet uns und zeigt uns einige seiner Lieblinge. Wie wir gleich sehen werden, findet man in diesem Aquarium nicht nur Fische, sondern auch eine große Anzahl aquatiler Reptilien. Ein Stumpfkrokodil ist das also. Ein Stumpfkrokodil aus Afrika. Na. Ein Regenwaldbewohner. Im größten Süßwasserbecken dann wieder ein echtes Highlight. Zusammen mit einem großen Pakuschwarm und diversen Zichliden Hanna, eine 130 cm lange China-Alligatorendame. Ob sie sich jetzt mal streicheln lässt oder ob sie wieder wegtaucht. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf das neu eingerichtete Korallenbecken. Es ist gerade mal seit einem Dreivierteljahr eingerichtet und daher noch nicht so stark bewachsen. Und uns war es eben ganz wichtig, auch in Anbetracht dessen, dass die Korallenriffe ja doch recht stark bedroht sind, was die niederen Tiere angeht, hier möglichst nur Nachzuchten aus Aquarien einzusetzen. Riesenmuscheln, da haben wir drei verschiedene, auch drei verschiedene Arten. Auch die alle Nachzuchten aus Farmen, von den Philippinen kommen die Burschen. Und da werden die mittlerweile eben auch doch im recht großen Maßstab gezüchtet, einmal für die Aquaristik und auch als Speisemittel für die ortsansässige Bevölkerung. Die werden also, auch wenn sie ein sehr zähes, festes, für uns vielleicht sogar ungenießbares Fleisch haben, werden sie doch dort noch sehr stark für die Nahrungsmittelindustrie verfolgt und mittlerweile eben auch gezüchtet. Die Pferdehuf-Riesenmuschel lebt genauso wie die ganzen anderen Riesenmuscheln symbiotisch mit Algen, also ähnlich wie es die meisten Korallen auch sind. Die braucht man also im Aquarium nicht zuzufüttern, die brauchen nur gutes Wasser und eine schöne, extrem helle Beleuchtung, ähnlich wie die Steinkorallen. Dann gedeihen die am besten. Die haben eben in ihren Mantellappen, daher kommen auch die schönen Farben, haben sie einzellige Algen und Zugsantellen und von den Stoffwechselprodukten ernähren sie sich. Also die bedürfen keiner Zufütterung im Aquarium. In weiteren Aquarien werden andere Korallenfische gezeigt, zum Beispiel der Stellatus Kugelfisch und hier eine große, eindrucksvolle Netzmuräne. Für faszinierend hielt ich das Becken mit den Seepferdchen und den Seenadeln, Stirnflosser und Schnepfen. Messerfische sind hier auch noch drin. Verwandtschaft, die da noch mit drin ist, mit Lebendfutter. Das fangen wir selbst hier umliegend. Das sind Hyses-Schwebegarnelen. Man sieht, die werden auch sehr gerne gefressen. Das ist auch so die natürliche Hauptnahrung von Seepferdchen und Seenadeln. Diese grün-gelben, die hier schwimmen, auf den ersten Blick mag man sie für Seenadeln halten, wobei Ja. es eigentlich keine richtigen Seenadeln sind, sondern eher so ein Zwischending zwischen Seenadel und Seepferdchen. Man sagt zu den Doppelenden-Nadelpferdchen, ne, also auch so eine Kombination aus beiden Namen. Ja. Sie haben den langgestreckten Körper von einer Seenadel, aber wenn sie in Ruheposition sind, hier schwimmen sie natürlich, weil es Futter gibt, aber in der Ruheposition halten sie sich hinten mit ihrem Schwänzchen auch mal so ein bisschen an den Algen und an den Korallenstöcken hier fest, Ja. aber eben nicht so intensiv wie die Seepferdchen. Also sie können den Schwanz jetzt nicht so komplett einrollen, aber die haben hier hinten doch, kann man sehen, so ein kleines Kringelschwänzchen und da halten sie sich dann eben durchaus Ja. auch mal fest. Sind auch relativ selten in Aquarien zu sehen. Die vier, die haben wir jetzt schon ganz lange, das sind schon richtige Methusalems. Ein Becken mit Katzenhaien, Nagelrochen, Schollen. Da kommt gerade noch ein Knurrhahn dazu. Und hier eine große Meerbarbe. Dieses ist das größte Becken der Ausstellung. Es fasst 22.000 Liter und beherbergt Tiere der gemäßigten Meere.
Hier leben ein faszinierender Leopardenhai, da kommt er gerade. Rochen, zwei Nagelrochen. Daneben auch dieser Port Jackson Stierkopfhai, Katzen- und Hundshaie und manches mehr. In einem anderen Becken sehen wir Bambushaie. Die Jungtiere sehen völlig anders aus und werden hier auch in großem Umfange nachgezüchtet. Und hier sehen wir einen Teil der diesjährigen Nachzucht. Die werden ungefähr 1,30 Meter lang. Donnerwetter, das, ja, das ist schon im Grunde nichts mehr für Privataquarianer. Ja, es gibt ja Privataquarianer, die so 5.000, 6.000 Liter Becken im Wohnzimmer haben. Ich habe da so zu einigen Kontakt. Und da geht das denn, aber das sind wirklich die wenigsten. Und wenn da Privataquarianer sich interessieren, ist das natürlich eine Sache, die von uns auf Herz und Nieren geprüft wird. Aber hier werden auch weitere Haie gezüchtet. Besonders stolz ist Herr Gebauer auf seine Ocellus-Lippenhai-Nachzuchten. Die Ocellus-Lippenhaie sind auch eine Haiart, die aufgrund ihrer Attraktivität sehr häufig gezeigt wird in Schauaquarien. Und die sind eben relativ begehrt. Ja. Und derzeit sind wir die einzige Einrichtung in Deutschland, die diese Haiart auch erfolgreich nachzüchtet. Wir haben also ein Pärchen, wenn man hier mal drunter guckt. Das ist das bisherige Ergebnis aus diesem Jahr. Hi. Die Schwierigkeit ist eben bei denen auch passende Pärchen zusammenzustellen. Da haben wir eben Glück gehabt. Wir haben ein Männchen und ein Weibchen erworben und die kommen offensichtlich sehr gut miteinander aus. Ja. Dann ist eben die Sache, da kann man auch sehen, da wackelt gerade ein Ei. Also wenn die sich da drin umdrehen, dann wackelt das auch manchmal so ein bisschen. Dort kann man dieses Phänomen gut sehen. Hier wird auch aktive Geburtshilfe betrieben. Wir werden gleich Zeuge, wie ein kleiner Hai auf die Welt kommt. Also der. Der hat auch noch einen relativ großen Dottersack. Den lassen wir mal auch noch lieber ein bisschen in seinem Ei. Wir haben. Der, denke ich mal, nee, der hat auch noch einen großen Dollarsack. Na, mal gucken, ob wir da mal vor der Kamera einen helfen können, auf die Welt zu ja. Das Ei, das ist noch relativ frisch, da brauche ich gar nicht reinzugucken. Wie sieht das hier aus? Ups, da ist einer weg draußen. Ist er. Na, jetzt ist er noch so ein bisschen randösig. Ja, so sieht ein frisch geschlüpfter Hai aus. Der Fisch im Vordergrund übrigens ist noch nicht genau bestimmt. Vermutlich gehört er zur Bambushai-Verwandtschaft. Man sieht, wenn die Büsumer Meereswelten mit ihren Haien werben, ist das ganz sicher berechtigt. Ein Besuch der Meereswelten verspricht auf jeden Fall interessante Stunden.